wo wollen wir mich? Du kannst da. Du kannst da Platz nehmen. Vielleicht frei. Oh, das Album heißt Origins. Genau, ja. Ich kann also Übersetzung davon kann ja einiges bedeuten. Es kann ja so Ursprung, Herkunft, Was ist bei euch? Genau das, ja. Also eigentlich alles so ein bisschen Ursprung, ja. Okay, zurück, back to the roots, so ein bisschen. Lyrisch gesehen, ja. Lyrisch gesehen. Genau. Und du hast so ein bisschen etwas über deine eigene... Hast du dich auch mit deinem Ursprung, deiner Herkunft befasst? Mit deinem auch, ja. Und? Und was ist das? Mit meinem persönlichen Ursprung, was heisst das? Nein, also ich meine, wir beschäftigen uns halt einfach mit keltischer Geschichte, mit keltischer Kultur und so. Das haben wir auch bei diesem Album mitgemacht. Das ist relativ unspektakulär. Wieso unspektakulär? Das ist doch voll gut. Hey, ich finde es auch voll gut. Ich finde es auch voll gut, aber es ist immer das Gleiche bei uns. Für euch Verhältnis unspektakulär, meinst du? Genau so, ja. Ja, ich finde es recht spektakulär, weil du hast mit Unis zusammengearbeitet. Du hast mit Unis zusammengearbeitet. Du hast mit Cambridge, Zürich und Wien zusammengearbeitet. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. So bin ich. Bei jeder. Ja, das habe ich noch recht. Das habe ich zum Beispiel spektakulär gefunden, dass du zum deine Songs, vor allem ich, und mich jetzt vor allem mich vorwiegend halt mit mainstreamiger Musik beschäftigen, aufgrund von meinem Job, oder? Die machen das nicht so schön. Also bei dir steckt so ein Herzblut drin. Wer will jetzt zu wissen, ob Katy Perry oder Eminem mit einer Uni zusammenarbeitet der Texte? Weil ich behaupte jetzt mal ganz stinkfrech, dass sie weniger Lieder schreiben wie du. Und so, das ist... Das weiss ich nicht. Ja, das lassen wir mal so im Raum stehen. Aber ich persönlich finde das spektakulär, dass du das so machst und dich so mit dem auseinandersetzt. Okay. Okay. Es ist doch etwas Spannendes. Ich finde das voll gut. Und ich finde das... Ja, wir beschäftigen uns halt mit Geschichten. Ich finde, wenn du dich mit Geschichten beschäftigst, dann schuldest du es der Geschichte eigentlich, dass du das adäquat machst, finde ich. Du schuldest es den Menschen, die in der Geschichte gelebt haben, in der Vergangenheit, dass du das adäquat machst. Mhm. Stell dir vor, in 1000 Jahren schreibt jemand über dich und der recherchiert nicht genau und schreibt einen völligen Bullshit über dich. Wenn der seine Hausaufgaben nicht machen würde, ich sage es dir, ich würde nur noch kanten. Also, so viel finde there you go. Nein, ich weiss auch nicht, ich finde, das gehört einfach ein bisschen dazu. Das ist so ein schöner Anspruch, den ihr habt. Ich meine, okay. Ich könnte jetzt ja viel anders machen. Ja, also er nimmt ihn auf. nicht so. Cool, also ja. Vor allem das so, ich meine, man hat doch immer so den Gedanken, dass viele so Lyrics und Songtexte so von sich selber mega behandelt und so mega tief in deine Gefühlsgrube grabst und so, um dein Zeug auszudrücken und so. Und du machst es wie so für wissenschaftliche Art und Weise. Ja, aber ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch. Das kann durchaus Hand in Hand gehen. Also weißt du, was soll ich sagen? Ich meine, also wir arbeiten tatsächlich sehr wissenschaftlich. Also vor allem gerade bei Origins, das ist pure Wissenschaft gewesen. Das war sehr viel Arbeit für die Texte und so. Ja. Und zum Teil auch furz trocken. Aber wie soll ich sagen? Also, der Aspekt oder ab, das ist, da geht es einfach um die Inhalte, um die Facts quasi. Aber mit den Facts, die du dann rausgeschält hast, quasi, passiert dann effektiv ein Songtext. Und der kann dann sehr wohl irgendwie persönlich prägt oder emotional sein. Das finde ich auch wichtig, weil, wie soll ich sagen, also, ich meine, wir sind ja nicht... Ich will mit meinen Texten nicht in einen Geschichtsunterricht machen. Nein, logisch nicht. Wenn du willst ihnen über Geschichte lernen, dann gehe ich in die Bibliothek oder studiere oder ihnen so. Du musst nicht das erwähnte Album kaufen. aber ich finde, also ich probiere in meinen Texten halt der Geschichte immer so ein bisschen, wie sagen wir, so ein bisschen Emotionen zu geben. Irgendwie. Und das ist auch so etwas, also, abgesehen von der historischen Fundiertheit, wo ich finde, dass das wirklich eine muss sein. Denke ich eben auch, dass wenn immer du dich mit Geschichte beschäftigst, ist es wichtig, dass du nie vergisst, dass es um Menschen wie du und ich geht. Oder? Ich meine, manchmal, wenn du dich mit Geschichte auseinandersetzt, vor allem wenn sie etwas weiter zurückliegt, als jetzt in 100, 200 Jahren, dann ist das immer so versachlicht. Also, da ist man von Kriegen und so, und das wird immer so sachlich abgehandelt, weil man einfach null Bezug mit dazu hat. Ja. Aber unterm Strich, das sind Menschen gewesen, wie du und ich. Völlig. Mit Gefühlen, mit Träumen, mit allem drum und dran. Das sind persönliche Schicksale, die dort passiert sind. Und, und ich denke, das ist einfach etwas, was man auch immer mal wieder sich ins Gedächtnis holen sollte, wenn man sich eben mit Geschichte auseinandersetzt. Und das ist auch
das ist genau das, was ich probiere in meinen Texten. Die sind eigentlich immer sehr emotional. Irgendwie. Von dem her finde ich, das widerspricht sich nicht. Du ergänzt es so schön, du bringst es so schön zusammen. Ja, also es ist einfach kein Widerspruch, finde ich. Es hat beides Platz. Ich finde es auch nicht. Ich finde es einfach spannend. Ja, ich auch. Ja, das ist schön, dass du es spannend findest.